Die deutschen Supermärkte zocken uns ab. Stimmt das? Und wie ist es eigentlich in der Türkei? Weil wir gerade hier wohnen, nehmen wir euch jetzt mit zu einem Wocheneinkauf im türkischen Supermarkt Migros. Schreibt gerne schon mal in die Kommentare, wie viel ihr in Deutschland für einen Wocheneinkauf zahlt. Um die Preise in Euro auszurechnen, muss man ungefähr durch 20 teilen. Das heißt, eine Gurke kostet zum Beispiel 50 Cent. Das ist ziemlich günstig, finde ich. Was meint ihr? Aber wenn man dann zu den Markenprodukten geht, wird es schon ein bisschen teurer. Und ein kleines Glas Nutella kostet 1,50 Euro, was ich schon relativ teuer finde. Was ich aber viel günstiger als in Deutschland finde, sind zum Beispiel Gewürze, denn ein Stück kostet nur 40 Cent. Ihr könnt ja schon mal raten, wie viel wir am Ende bezahlt haben. In Deutschland kaufe ich diese Nudeln immer für 2 Euro ein, hier kosten die nur 60 Cent und Bio-Eier nur 1,30 Euro. Was meint ihr, hätten wir in Deutschland für diesen vollen Einkaufswagen bezahlt? Es waren ganze 5 Tüten und dafür haben wir 1000 Lira, also 50 Euro bezahlt. Wurden wir abgezockt oder ist es ein guter Preis?